Neuer Random Run. Minus 4er Winstreak. Gab's diesen Screen unter meinen Fittichen überhaupt schon mal? Man merkt, ich spiele nicht Vanilla Isaac. Apropos Isaac, kleiner Mann, du kommst heute schon zum dritten Mal random. Es reicht. Back-to-back Golem? Damage up, TS up, irgendwas in der Richtung. Oh, ich mag Parasite so gerne. Schade, ich dachte, ich krieg's hin. Das ist kein guter Start. Es ist einfach kein guter Start. Gott, diese ganzen Bombenspinnen sind aber auch maximal beschissen. Was ist das für ein Raum? So ein unangenehmer, wo man sich kaum bewegen kann. Wow. Ist der eklig. Wäre ich selber gesprengt, dann war gleich wieder vorbei. Uff, dann wieder so ein Bienenraum. Tears Up wäre mir echt am liebsten. Boah, das Ding kann ich gar nicht predikten. Alter, zwei von euch? Mit Mazes. Ich guck mal, ob ich einen Boss überhaupt hinkrieg und was das Item da ist. Das ist mal jetzt davon abhängig, ob ich reset oder nicht. Ach, Pin. Pin ist jetzt echt zu einem absoluten Albtraum geworden. Wo das so ein piss einfacher Gegner eigentlich ist, weil danach wieder die Kleinen kommen. Das tun sie offensichtlich nicht immer. Lathing Gas, Shot Speed, but Fire Delay. Grants the player spinning lasers that inflicts random status effects. Aha. Ja, nehme ich mal mit. Ich habe ein Mini. What? What? Okay. Ja, das wird aber nicht viel Schaden machen. Der alte Wolf hätte sich jetzt wieder sehr gefreut, weil das so ein Item ist, wo du nah an den Gegnern dran stehen musst. Okay, das ist gegen die gerade schon echt hilfreich gewesen. Technological Ruby 2.0. Grants two laser rings at your position. The inner ring deals 10% damage, the outer ring deals 25%. Habe ich dann Doppellaser? What? Was ist das für ein Laser Run, ey? Kennen Sie Laser Golem? What the hell? Okay. Nancy Bombs. Naja, kann ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen, aber... Jo, dann lass uns den mal wegballern.
Nice, 2 Soul Hearts. Burp. Au. Ach, Colin, du bist so naiv. Das ist Ruby Tech. Das ist eine ganz wilde Kost hier gerade. Ja, es macht nicht viel Damage, aber es sieht schon geil aus. Ich sollte mich nicht zu sehr auf den Laser konzentrieren. Der macht vor allem Rainbow-Tier-Effekte. Das ist richtig wild. Ich sollte mich nicht zu sehr darauf konzentrieren. Das ist einfach nur so ein Schutz. Als mehr sollte ich das nicht sehen. Sonst, glaube ich, kriege ich Probleme. The Pig Bang spawns a hog that wanders towards the closest enemy in the room. After 5 seconds, explodes with a gigabomb explosion. Ja, klar. Als ob ich mich nicht selber sprengen würde dadurch. Noch macht es nicht viel Damage, ja, wenn ich mal Damage abfinden würde. Ja, lass uns den Boss auschecken. Also für so ein Rock-Trinket ist das schon ziemlich crazy gut. Kinda Egg, HP up. Okay. Und es ist ein Dice Shard. Schön. Canst Fossil, Isaac farts when taking damage. Das kommt ganz schnell weg. Oh, wait. Sigil of Bile grants invisibility while Isaac is not attacking. Each room random enemies will be charmed. Grants invisibility while Isaac is not attacking. Auf gut Deutsch, wenn ich mich nicht bewege und nicht angreife. No, warte. Wenn ich nicht angreife, das hat nicht mal was mit Bewegen zu tun, dann kann ich keinen Schaden nehmen. Und mit den Lasern, die Schaden machen, wäre ich unsterblich? Oder verstehe ich das falsch? Solange ich keine Tränen schieße. Naja, die Frage ist halt, ob ich durch Unsichtbarkeit auch nicht getroffen werden kann. Ach so, aber das ist dann nur der Effekt wie dieses Camo-Ding, ne? Das heißt, die gehen nicht auf mich zu, aber bei Berührung würde ich schon Schaden kriegen. Naja, ich habe das jetzt anders interpretiert. Ich habe das so interpretiert, dass ich wirklich vom Bildschirm quasi verschwinde. Und dann ich gar nicht mehr attackiert werden kann, weil ich gar nicht mehr existiere, sozusagen. Aber das ist ja Quatsch. Ja, aber dann ist das Sigil auch einfach nicht gut. Das andere ist Pet Peeve. Grudge Familiar. Moves around like a pokey. Charge und Double Tap, das klingt nicht gut. Für Belena. Nee, also dann würde ich eher gucken, ob wir Angel Deal kriegen. Nein, ist nicht gut. Die Kamo-Hose ist ja auch Schrott. Was macht der Kleine da?
Ich hätte mit der Dice Shard vielleicht die Devil Items rollen können, aber ich will halt auch mal wieder ein Devil Angel Deal. Also. Ne? Ich will ja auch wissen, was der Pool noch so zu bieten hat. Von den Dingen, die wir noch nicht kennen. Die nimmst du wie immer nur äußerst selten mit. Autsch. Boah, ich bin voll irritiert. Der ganze ist ein böser Gegner. Diese Gegner, die nochmal kommen, nachdem man den Raum geklärt hat, finde ich auch ganz schlimm im Übrigen. Wie lange der wohl bleibt? Bandage Binder. Plus 2 Range, 0.4 Damage, Taking Damage spawns Bone Orbitals. Naja, for free kann ich da ja schon mal nicht meckern, ne? Kann man so mitnehmen. Gib mir ein Tears ab, gib mir ein Damage ab und ich würde mit dem Run schon arbeiten können. Lilith's Blessing grants Isaac a random familiar, grants another random familiar at the start of your next turn. Oder 3 Discs. Jo, dann nehme ich mal das Random Familiar. Soul of Gollum. Lol, ich habe seine Seele freigespielt. Cool. Okay. Der Kleine ist sehr süß. Ja, aber er macht echt eindeutig zu viele Geräusche. Ey, was charged er wie ein Wilder? Golem, 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 Golem. Noch etwas irritiert von dem Verhalten meines Familiars. Sag mal, also du hast aber auch irgendwas Schlechtes gegessen, oder? Ist ja schlimm. Und warum schießt du das eigentlich die ganze Zeit auf mich? Ja nur. Oh. Der arme Kleine hat so starke Magen-Darm-Probleme. Da machst du nichts. Shop, 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 shop. Ja, warum nicht? Traumfänger, der machte was? Half Soul Heart when entering a new floor. The stage transition nightmare reveals the ne- Ah, ja, 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 ich erinnere mich, das mit dem Verraten, was als nächstes der nächste Boss ist und so, ne? Ja, whatever. Was machen wir hier? Oh, erstmal nicht gehittet werden. Oh, ja, und da haben wir auch schon das Problem. Das nicht gehittet werden ist leider verbunden gewesen mit diesem Schlüssel. Shit. Durch Steine geht das halt nicht. Und deswegen ist es auch nicht so super strong hier. Also ich finde, es sieht zwar wild aus, aber es ist sehr gut gebalanced. Das muss man einfach mal sagen. Oh, ich sehe gerade, welchen Familiar ich bekommen habe. Naja. Holt mich jetzt nicht ab. Pestilence. Es fehlt, glaube ich, nur noch Death. Ja, aber so oft komme ich hier noch nicht in die Wurm. Ah. Ja, hier fehlt halt echt Damage.
So ist halt immer schwierig, wenn ein Run so cool ausschaut, aber eigentlich gar nicht so viel macht. Ja, Holy Room mit 16%. Nice. Okay. So, was ist das? Throne Lumite. Periodically tosses a rock at the nearest enemy in a short distance. Ne, brauche ich nicht. So, und hier kommt. Oh mein Gott. Endlich lohnt sich mal ein Angel Deal. Oh, ich liebe Holy Light, ja, ne? Aber ich kann ja nicht nein zu fucking Sacred Heart sagen. Vor allem skaliert das ja auch mit den Lasern, ne? Wie beide mit? Hast du Lack gesoffen? Als wäre das so einfach, das Spiel. Muss man sich schon entscheiden. Das wäre ja schön. Verschreit's nicht, Leute. Hier gibt's unsichtbare Gegner. Ich will nichts mehr hören, dass hier irgendwelche Runs gewonnen sind, bloß weil man irgendein starkes Item hat. Boah, der Laser wird jetzt auch weiß. Mega. Oh mein Gott. Ja, auf dem Papier sieht er natürlich gewonnen aus, der Run, aber... Ich bin skeptisch. Aber immerhin ist das mal das Damage-Up, was ich wollte. Was wir halt jetzt nicht haben, sind Tiers. Die Tierrate ist mit 2-1 halt schon befremdlich. With Conquest. Okay. Wir werden natürlich keine Pillen jetzt nehmen. Oh, das ist gut. Oh, ich bin schwer am Überlegen, ob ich... Ob ich jetzt alles skippe. Einfach weitermachen. Double Monstro. Ja, gut. Der Laser skaliert halt mit Sacred Heart mit. Das ist halt wirklich krank. Wow. Wow! Was? Okay, und 13 Damage. Okay, dude. What the hell? Wow. Das war dumm. Ja, gut, aber da muss ich gar nicht so viel überlegen. Das wäre nämlich komplett beschissen. Ganz einfach. Ja, das ist irgendwie mit dem Itemraum ist halt so eine Sache, aber... Weil das nur dafür sorgen wird, dass ich wieder irgendwo Damage kriege und Herzen verliere. Auf der anderen Seite sage ich. Ich habe sogar noch ein Dice. Hat sich's gelohnt? X-Ray Vision. Ich meine, gibt Schlechteres.
Brick Rock. Firing Tears throws a 15 damage brick that drops on the floor afterwards. Ja, das brauchen wir natürlich nicht. Und deswegen kommt es direkt weg. Und wir tun alles dafür, dass wir diesen Run nicht wegschmeißen. Und das Geilste ist, dass ich jetzt super viel Zeit skippen kann, weil ich einfach bei der Boss-Tür wieder rausgehe. Und dann einfach gehe. Ich werde das mit dem Smelt ausprobieren, sobald wir... Huch, da war noch ein Trinket. Sobald wir volle Herzen haben. Vorher nicht. Ich mache jetzt hier keinen Schabernack, der diesen Run versaut. Was ich mir anhören darf, wenn ich den Run verkacke. Im Leben nicht. Mache ich jetzt hier irgendwas, das diesen Run in Gefahr bringt. Oh Junge, ist das ein verrückter Run. Den habe ich mir schon fast verdient. Wow, zwei Trinkets. Den habe ich mir jetzt schon fast verdient. Nach dem unrühmlichen Ende beim letzten Mal. Und auch hier werden wir das Super Safe spielen. Die beiden Dinger hier reinschmeißen. The Security System. Was? Was für ein System? Was für ein Security System? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier gerade war. Aber ich will keine Security Systems, die mir meine Runs kaputt machen. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Und nein, wir können immer noch nicht in die Cathedral. Immer noch keine neuen Mom-Kills, weil das Spiel ja auch sauschwer ist. So wie es ist. Focus Crystal. Increased damage to enemies within 2.5 tiles by 20%. Ja, okay. Ich lasse das jetzt einfach mal Trinket sein. Eigentlich... kann man gefühlt den Run einfach beenden. Der Anker, was macht der Anker? The Relict Anchor. Monsters are bound to an anchor with heavily restricts movement speed when attempting to move outside of the anchor's range. Spenden. So. There we go. Oh, der ist safe. Muss ich von außen attackieren. Okay, no worries. Muss nur Peeping oder so ein Scheiß kommen und schon verliere ich den Run noch, weil ich keine Erfahrung habe. Okay, selbst Peeping ist, glaube ich, eindeutig schnell genug down. Oh, ein Holy Room? Damage... dann minus 2... Ist das nicht komplett broken? Alles klar, plus 3,93. So, und ja, was wollen wir jetzt noch haben? Ja, weiß ich nicht. Was bist du? Oh, Land. Kenne ich irgendwo. Ja, Land hatten wir schon mal, glaube ich. Picking up no hearts on the floor will grant full health and burn one damage at the beginning of the next floor. Ja, was für Herzen aufnehmen. Auf geschissen. Mach jetzt folgendes. Wir gucken uns den Smelter an. Ich habe gesagt, mit Full Heart mache ich.
Nee, ich sterbe oder so ein Scheiß. Achso, der ist jetzt nicht da. Ja gut, da kann ich nichts für. Ja, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Ich mache hier nichts mehr. Da ist er. Aber gebe ich dem jetzt auch? Nee, Moment. Das ist jetzt nur wegen den beiden Dingern so, ne? Ich gebe dem das jetzt nicht. Ich glaube, das ist nur, weil ich in der Nähe von den beiden Dingern bin. Beziehungsweise, weil ich in der Nähe von dem Ding bin. Oder doch nicht? Wir machen das an einer anderen Run. Ich will jetzt hier keine Faxen machen. Das Trinket gebe ich in gar keinem Fall jetzt auf. Oder sollten wir noch... Aua. Sollten wir nochmal ein anderes Trinket finden, dann probiere ich es damit. Nicht mehr. Das Safe und Gulp Effekt. Meinst du, dass ich Gulpe für 2 Soul Hearts? Ja, interessante Theorie. Das wäre natürlich gerade jetzt ziemlich krass. Mit den Trinkets, klar. Aber ich brauche einfach keine anderen mehr. Also es ist halt auch einfach jetzt, gelinde gesagt, scheißegal. Was ich mit... Oh, nee. Scheißräume. Worauf schießt du, Dude? Hä? Ich kann ihn noch nicht mal verletzen. Warum schießt er auf ihn? Okay, ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Das ist ja strange. Naja, egal. Cube of Rot orbits around the player randomly teleports. Aber das Ding nicht mich, ne? Komm, stell dich nicht so an, Mama. Wir machen hier kurz einen Prozess. Bombe. Empress. Ja, ich muss nichts mehr rollen. Dann bin ich ja noch stärker für einen Raum. Dann wird Mom's Heart vermutlich gefühlt No-Handed Dead sein. Ein guter alter klassischer No-Hands-Kill. Das ist absolute Bullenscheiße. Oh, wenn er mich hittet, verschwindet er. Jo, das sind halt so Räume, da bin ich ganz ehrlich. Solche können mich auch die OP-sten Runs kosten. Aber gut zu wissen, ich wurde von dem noch nie gehittet. Das ist jetzt das erste Mal gewesen. Und der verschwindet dann, nachdem er mir Damage gemacht hat. Das war eklig. Okay.
kann man den Ding... Wow. Ja, die Antwort ist nein. Ah, ist der Boss tatsächlich unten? Okay, let's go. Wow, ich war zu nah dran. Come on, Devil Deal. Brauchen wir jetzt nochmal einen Devil Deal? Oh mein, das war richtig gut, das Sigil. Dark Bomb. Lang ist her. Increases damage depending on how near you are. Das Ding war richtig krass. I will do that. Ich kann hier nicht mal mehr nach unten, ne? Okay, dann muss ich das Ding wieder mitnehmen. So. Okay. Genau, es ist in dem Lineup absolut krank, weil ich eh mal nah dran bin. Und deswegen... erwarte ich hier auch die volle Eskalation. Ich habe trotzdem noch sehr viel Angst vor irgendwelchen unsichtbaren Gegnern, die mich töten. Heavy Metal! Speed down grants a damage up that scales off how slow the player is. Chance to block enemy a damage that scales with how slow the player is. Ja, ist krass. Aber nehme ich nicht. Damage geht hoch bis 27. Ja, ich sag ja, it's no-handed Hardkill in der Theorie. In der Praxis würde ich es natürlich jetzt nicht riskieren. Aber Ryan Searle im Game freut mich natürlich. Das ist natürlich schön. Oh ja, die blieben, bis sie alle dead sind. Okay. Ich skippe leider nicht bis zum Marmraum. Leider. Temperance bringt mir nix. Denk dran, mit Empress wird das sogar noch viel krasser sein. Ja, da gehen wir wohl umsonst. Keine Rune Shard. Oh boy. Oh boy. Was? Diese scheiß Dreier-Dude-Kombo, die macht mir vielleicht auch noch ein bisschen Angst. Sogar wahrscheinlich mehr als Peeper. Oder Peeping. Weil ich bei dem gar nicht weiß, wie ich handeln soll. Wobei, sie sollten schnell genug down gehen, ohne dass sie mir Probleme machen, oder? Sollten, aber halt sollten. Ich gehe mal davon aus, ich brauche keine Schlüssel mehr. Da ist Boss Mono. Das ist gefallen. Und fallen ist schneller down, als er gucken kann. Holy shit, Alter. Tinted Heart. Chance to drop red hearts when taking damage. Drop soul hearts instead with explosive damage along with a key bomb or chest. Und... das Club-Item, Slick Spade. Ah, ne. Ace of Spades quasi. 10% Chance to fire a tier themed after suit. Oh, after a suit of cards, each type with a different effect. Hearts, Charm, Diamonds, Meters, Free, Spades, 4, Clubs, Bleed.
Using a suited card will activate the same effect as a tier on every monster in the room. Ja, habe ich jetzt keine passende, aber ist eigentlich schon ganz geil. Lighted Omen Ovum? Ne, den gibt's schon noch. Aber den musst du, glaube ich, freispielen vorher. Wir werden das jetzt mal schreddern, weil ich, ja, leider weiterhin gestehe, dass mir die Wump schon noch ein bisschen Sorgen macht. Nee. Ich glaube, da war noch ein anderes Trinket, aber das ist mir jetzt egal. Oh wait, habe ich den Bleed-Effekt? An der Karte. Ach, guck mal, ich dachte, das wäre eine Falle, aber es ist tatsächlich ein Trinket. Gremlin. Fires tears at nearby enemies, also works when dropped. Werden wir nicht mal aufheben, denn ich sag's einfach, wie es ist. Ich denke nicht, dass ich es noch brauche. Und hier wäre... Das war eine Falle. Aber ja, hier wäre in der Theorie auch nochmal was. Uff, und dann bist du völlig falsch. Oh, yikes. Oh, yikes. Okay. Auch völlig falsch. Prozent wird das der erste Gang Richtung Satan. Theoretisch ist das richtig, aber diese Chancen hatte ich schon mal und sie sind nie gekommen. Tatsächlich nicht ein einziges Mal. Wenn ich dran zurückdenke damals, dass das im zweiten Run schon der Fall war, das war Wahnsinn. Aber ich glaube, ich gefühlt Rebirth World First Devil Kill gehabt. War das so crazy? Eisekill gehabt, weil das so crazy lucky war. Ja, okay, wir gehen schon mal eine komplette Portion falsch. Ah, there we go. Ja, was für ein Fest dieser Run, ey. Ist das schön. Und das mal wieder nur, weil ich gesagt habe, Mensch, Parasite, das Item mag ich. Eigentlich muss ich den Run spielen, obwohl er nicht gut ist. Belohnung. Belohnung, Belohnung, Belohnung. So, wir machen das Heart und dann 72% der Chance, ob wir noch weitermachen oder nicht. Dann hebe ich mir die Empress sogar auf, weil ich werde sie nicht verbrauchen für Mom. Und ja, da gibt es den Ding. Kann der kleine Scheiße mal sterben. Komm schon. Göttlich! Das Eye of the Tiger! Spawns a Tiger's Eye Familiar that bounces around the room, dealing contact damage and blocking shots. Bounces directly towards the closest enemy. Also man muss sagen, dieser Rock... Dieser Golem-Charakter ist insane mit den ganzen neuen Trinkets und so. Ladies and Gentlemen, it's happening! Oh, finally. Aber es ist das erste Mal in der Show, also... Wer weiß, ich werde keinen Gegner kennen. Experimental Treatment, by the way! Ah, dann hatten wir es. Siebter Hardkill war das dann. Curse of Famine? Ah, okay. Ist auch das erste Mal, dass wir die Show-Musik hören, die neue. Oh, das ist ja der. Ey, ist nice!
Ach du Scheiße. Oh Gott, so viel Zeug, das ich nicht kenne. Jo, wie krass sieht die denn aus? Das neue Design, ey. Jo, die sieht ja richtig geil aus. Und die Mucke. Meat Slap. The players constantly sweats out acid tears. Okay. Psion? Who the fuck is Psion? Ein neuer Gegner in der Show? Ein neuer Boss? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, I'm afraid. I'm fucking afraid. Der schützt sich vor allem auch. Ow. Puh! Bosse zwischendurch. Risk Reward freigespielt. Okay, cool. Was auch immer Risk Reward ist, aber wir haben es freigespielt. I like. Random Bosse hier mittendrin. Hui. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Irgendwer oder irgendwas ist auf mich gesprungen. Wie mache ich den Damage? Oh mein Gott, deren Körper gehen auch auf wie die anderen. Ist wieder ein Boss. Ist das derselbe dann immer? Ah nee, doch nicht. Ach, die Türen haben alle einen Totenkopf. Ich dachte, die hätten nur Dings. Ich habe nicht drauf geachtet. Ah ja, gut, theoretisch ist hier auch ein Boss, aber... Kein neuer... Boah, diese Knochen-Dudes sind schon hart. Oh, wir sind falsch, okay. Ja, Musik holt mich ab. Also schon fast Doom-Atmosphäre. Das hätte Gukaso bestimmt gefallen. Glasty 12. Wir warten jetzt einfach mal, dass der Boss unten ist. Oh, ein klassischer Gegner. Yo! Da hat einer ein fucking Schwert. Oh, ich habe Angst, dass die Saaten verändert haben und ich überhaupt nicht weiß, was passieren wird. Hallo Slayer. Okay, Sieg. Error Room, okay. Justice. Weg war das schwarze Herz. Ich nehme natürlich aber auch nochmal alles mit von der Ebene. Also, den Eindruck habe ich auf jeden Fall, dass ich gefühlt auch so stark mit wie Sacred Heart sein müsste, damit ich hier ordentlich was erreiche. Aber jetzt gucken wir uns den Teufel an, zum allerersten Mal in The Binding of Isaac Forever! Satan. So, ich habe 27 Damage, by the way.
Ah, es wird nicht einfach. Eventuell unter Umständen bin ich ziemlich stark. Aber habt ihr gesehen, dass der Teufel tatsächlich was macht, was er im Vanilla Isaac nicht macht? Wenn er aufstampft, schießt er Rocks durch den Raum. Das macht er eigentlich nicht. Wow. Das war crazy. Aber rammt euch das ein. 27 Base Damage werde ich in den nächsten 20 Runs nicht haben. Oh nein, Isaac! Ja, jetzt kriegen wir die Spritze, ne? Ah, ne, oder ist das aus Satan Ending? Das ist das Satan Ending. Macht Sinn. Crazy! Judas! Yay! Und wir fangen an, das Negative zu vervollständigen. There we go. Siebter Hard Kill, der erste Satan Kill. Nice. Golem ist ein geiler Char. Ich sag's, wie's ist. Hammer. Den habe ich jetzt zweimal hintereinander gespielt und der hat zweimal Spaß gemacht.